Das wird ein wunderschönes Wochenende. Hallo und herzlich willkommen. Die Sonne scheint schon am frühen Morgen. Es wird recht warm werden dieses Wochenende. Und ja, ich kann euch mal eins sagen. Wenn ich so anfange zu filmen, dann schaue ich mir alles an hier. Lass mich inspirieren von den ganzen Eindrücken, die es hier gibt. Und manchmal bin ich so verwirrt, dass ich gar nicht weiß, was ich euch eigentlich zeigen möchte oder zeigen kann oder wie auch immer. Es ist so, dass man ja manchmal in sich kehrt, das Ganze beobachtet, man sieht von Tag zu Tag, wie sich alles verändert und das Ganze dann dementsprechend auch mal ja so im Film rüberzubringen, ist gar nicht so einfach, denn es wächst alles so schnell und rasant und die Entwicklung ist so ja fantastisch in diesem Paradies mittlerweile, ja, dass man manchmal, wenn man hier herkommt, sich hinsetzt oder schaut, dass man dann denkt, okay, dann bleibe ich hier erstmal Ruhe eine Weile und ja, dann vergeht die Zeit und 1, 2, 3, ich weiß, die Zeit natürlich dann dementsprechend weg zum Filmen. Aber auch das muss sein, ich muss auch mir die Ruhe antun hier und das Ganze beobachten, sehen, was geschieht, was sich entwickelt, wie es sich entwickelt, was man vielleicht noch anders machen könnte und hast du nicht gesehen. Es macht so viel Freude, euch das dementsprechend dann auch zu zeigen und zu vermitteln. Ja, ihr seht jetzt im Vordergrund hier einen kleinen Baum, einen Mammutbaum, einen Metasequoia glyptostroboides. Ja, den werden wir heute gemeinsam umtopfen. Schon wieder etwas umtopfen und das mitten im Sommer. Ja, es geht. Und der Grund ist ja eigentlich ganz einfach, denn ich biete dem Baum jetzt mehr Raum, um ihn dann dementsprechend noch besser wachsen zu lassen im Laufe des Sommers. Denn wir wissen ja, umso kleiner ein Topf ist, umso verhaltener ist das Wachstum der Pflanze. Dementsprechend passen wir das Ganze an. Das heißt, wenn eine Pflanze stark gewachsen ist und in einem kleinen Topf steht, bekommt sie auch im Sommer einen größeren Topf. Dementsprechend kann sie dann wesentlich oder kann der Baum dann wesentlich besser wachsen. Entweder die Pflanze oder der Baum oder der Bonsai oder wie auch immer. Ja, das werden wir als erstes jetzt machen und dann lasse ich mich selber mal inspirieren von den Sachen, die sich so verändern, was ich euch in der Entwicklung dementsprechend zeigen kann. Denn darum geht es ja hier im Kanal eigentlich, die Entwicklung des Ganzen zu beobachten, zu verfolgen, zu sehen. Und von daher denke ich mal, werde ich heute so mir die Muße antun und ja, voraussichtlich doch mehr filmen, als ich eigentlich möchte. Denn es gibt so viel zu zeigen, was ich euch rüberbringen möchte. Ne? Nicht nur die Pflanzen, so wie sie aussehen, sondern das Ganze, der Zusammenhang von diesem Paradies. Das ist ja nun mal von der Entwicklung her, wer das verfolgt hat, wie das hier vorher aussah und wie es jetzt aussieht, was für Möglichkeiten man hat, Pflanzen entweder in der Erde, im Hochbeet, im Topf oder wo auch immer sich heranzuziehen und zu pflegen. Das ist schon eine richtig geniale Sache. Ja, ich würde sagen, lange Rede, langer Sinn. Ich würde sagen, fange ich jetzt einfach mal an. Aber erstmal bleibe ich hier noch etwas sitzen und genieße Kikriki, weiß Bescheid. So, und dann werde ich euch heute noch etwas zeigen, ja, was ich die Tage schon mal so angesprochen habe, wo ich sehr, sehr froh darüber bin, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ja, auf jeden Fall. Also das ist etwas eigentlich eher für mich, auch wenn es vielleicht den Eindruck haben könnte, dass es für die Kinder ist. Nein. Es ist tatsächlich meine, naja, sehen wir im Laufe des Filmes. Der Mammutbaum. Ja, er ist in diesem Jahr, mal gucken, sehe ich mich überhaupt, 50 cm schon gewachsen, also einen halben Meter. Wir überlegen, das war ein kleiner Steckholz gewesen, die wir letztes Jahr in den Boden gesteckt haben im Frühjahr, dieses Jahr im Frühjahr herausgeholt und dann in den Topf gesetzt haben. Und er ist jetzt 50 cm schon gewachsen. Also es ist schon enorm. Wurzelwachstum ist sehr, sehr gut. Lauter viele feine Saugwurzeln. Und der Vorteil ist jetzt auch, umso früher wie ihn umtopfen, umso besser entwickeln sich natürlich auch die Wurzeln. Von daher werden wir das jetzt mal gemeinsam machen. Wer vielleicht nicht schwer erkennen kann, dort, ja, die Bonsai-Bank ist fertig. Und damit sind die Baumaßnahmen in dem Sinne mit Holz erstmal abgeschlossen für diesen Monat. Okay, der Monat ist ja nicht mehr ganz so lang. Ich habe noch so ein paar Sachen, die dann für nächsten Monat anfallen, die ich so nach und nach dann machen werde. Aber das mache ich in der Regel alleine, weil, ja, das dauert halt lange und da noch zu filmen und so hast du nicht gesehen. Das ist mir dann doch too much. Und von daher bei solchen Sachen, da tue ich mir die Ruhe an, weil ja das Ganze halt auch etwas länger dauert und von daher denke ich mal, muss ich das ja auch nicht unbedingt zeigen. Ich meine, das Ergebnis, wenn man das sieht, ist ja schon mal okay, oder? Oder nicht? Okay, so, ich würde sagen, dann topfen wir den Kandidaten mal um, damit er noch besser
wachsen kann in diesem Jahr. 50 cm vom Frühjahr bis jetzt. Allerdings stand er absonnig. Es hat sich also tatsächlich gezeigt, dass beim Mammutbaum es besser ist, in der Anzucht zumindest von den Jungpflanzen, wenn man sie nicht direkt in der Sonne stellt, sondern tatsächlich sie absonnig stellt, dann wachsen die also wesentlich schneller. In die Höhe erstmal, nicht wahr? Ja, das so kurz am Rande mitgenommen. Das ist so schön heute. Ach ja, das ist so schön. Kann nicht das ganze Jahr so wunderschön sein, Mensch? Ach, Herr Jemine. Ja, so ist das nicht wahr? Heute Nachmittag wird es richtig heiß und dann denkt man auch, könnte es nicht kühler werden. Aber nun ja, so, dann drückt man das Schätzchen mal vorsichtig hier und ziehen ihn hoch. Also wunderschön gewachsen. Das ist so genial. Richtig schick. Und wie gesagt, für die Wurzelentwicklung ist es jetzt natürlich wesentlich besser, wenn wir den Kandidaten tatsächlich schon umpflanzen. So, dann stelle ich den mal so, dass der, ja, so steht wie vorher. Hey, lol, den müssen wir ja noch stäben, aber das müssen wir jetzt noch nicht machen. Das können wir dann im Laufe des nächsten Jahres machen. Oder muss ich mal gucken, vielleicht mache ich es auch irgendwann jetzt noch. Auf jeden Fall ist es noch nicht zwingend notwendig, denn der Stamm ist also sehr biegsam und von daher ist das jetzt nicht zwingend notwendig, wenn man ihn denn gerade haben möchte, nicht wahr? Wobei, ich selber finde eigentlich interessanter, wenn die Bäume nicht unbedingt gerade gewachsen sind, sondern eher schief. So hier rütteln und schütteln wir nicht, nicht wahr? Sondern drücken jetzt vorsichtig die Erde einfach hier in den Rand hinein. Nicht zu doll andrücken. So, ready. Das war's schon. Damit ist der Mammutbaum jetzt weiter vorbereitet für die Zukunft. Die Erdbeere Rügen. Ja, sie wächst wunderbar. Wir haben sie in einen großen Topf gepflanzt, weil sie letztes Jahr sehr viel Wasser verbraucht hat und es hat sich gelohnt. Also wir sehen, es ist ein mächtiger Busch geworden. So, warum ich euch den jetzt zeige, ist nicht nur, weil er wunderbar wächst, sondern weil es jetzt hier eine Eigenschaft gibt, die ich so noch nicht gesehen habe und euch dann dementsprechend natürlich auch zeigen möchte, damit ihr das mitnehmen könnt. Abgesehen davon, wie gesagt, dass sie also das ganze Jahr Winter natürlich nicht wahr? Weiß Bescheid. Früchte trägt, also bildet ständig neue Blüten und Fruchtansätze aus. Also hier kann man immer wieder mal ernten. Und umso größer der Busch ist, umso mehr kann man natürlich ernten. So, jetzt stellt sich die Frage, werden wir sie dieses Jahr wieder durch Samen vermehren, um sie halt weiter vermehren zu können. Denn bisher zeigt sich das Wachstum horstartig. Also sie wächst aus dem Herzen immer so ein bisschen weiter heraus. Erdbeeren machen ja in der Regel Ableger, Absenker. Sie machen so lange Triebe, wo dann kleine Pflänzchen dran wachsen, die dann sich auf den Boden senken, dort einwurzeln und so vermehren sich ja sicher eigentlich die Erdbeeren, das wissen wir ja. So, jetzt hat sich aber etwas gezeigt, was ich so noch nicht gesehen habe. Und von daher möchte ich euch das jetzt einmal kurz zeigen. Also das fand ich sehr interessant, das habe ich gestern gesehen, als wir sie beerntet haben, beziehungsweise Melody beerntet diese Erdbeerrügen immer, weil sie so super lecker findet. Und ich stelle die Pflanze dann mit Topf auf den Tisch und dann kann sie drum rumgehen und hier drin rumwursteln und sich die roten Erdbeeren heraussuchen. Das macht ja richtig viel Spaß. So, ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal kurz, was sich jetzt hier so entwickelt bei der Erdbeerrügen. Der Blüten- und Fruchtstand einer Erdbeere, das kennen wir natürlich alle, zumindest die meisten, nicht wahr? So hat das bisher immer ausgesehen, dass hier also Blütentriebe sich entwickeln, wo dann die Erdbeeren dranhängen. Und die Frage war natürlich Vermehrung. Gut, durch Samen, wir haben diese Pflanze durch Samen vermehrt, es geht also. Da stellt sich aber die Frage, in der Natur ist das dann, ja, wie gesagt, die Erdbeeren machen ja eigentlich Absenker, nicht wahr? So Ableger, die dann dementsprechend irgendwann mal irgendwie auf dem Boden wachsen und dort einwurzeln. Und bei der Erdbeerrügen hat es sich ja bisher nicht gezeigt. Allerdings, ich gucke mal eben, dass ich das finde. Moment, gar nicht so einfach in dem Gewurschtel hier was zu finden. Hier haben wir einen, hier, das. Das habe ich hier gestern entdeckt. Hier kann man etwas erkennen, so eine kleine, ja, rötliche Spitze. Leicht weißlich kann man auch erkennen, wenn man es ganz nah sieht. Das ist tatsächlich jetzt ein Absenker in dem Sinne, also ein Ableger, der sich entwickelt, der auch schon ein Würzelchen macht. Also Klartext, die Erdbeerrügen kann man oder vermehren sich dementsprechend auch durch Ausläufer, Absenker in dem Sinne. Hier ist der eigentliche Blütentrieb mit dem Fruchtansatz hier und dort drunter befindet sich tatsächlich im Wachstum ein neues Pflänzchen. Ja, so, das können wir dann so schon mal mitnehmen. Also die Erdbeerrügen machen dann tatsächlich auch Ableger. Hier hinten ist noch einer. Mal gucken, kriegen wir den so noch drauf hier. Hier ist noch einer.
Auch hier entwickelt sich eine Pflanze unten drunter und auch hier kann man, also ich kann es jetzt zumindest sehen, ihr wahrscheinlich nicht, weil das ein bisschen zu weit weg ist, eine kleine weiße Spitze, also auch hier entwickeln sich Wurzeln. Die lassen wir jetzt allerdings noch dran, bis sie etwas größer sind und dann können wir sie dementsprechend natürlich auch in einen Topf pflanzen und die Erdbeerrüben tatsächlich 1:1 dann dementsprechend weiter vermehren und brauchen sie dann nicht mehr durch Samen vermehren, denn durch Samen, das dauert doch recht lange und von daher, nun ja, es hat funktioniert, sie durch Samen zu vermehren, sonst hätten wir sie ja nicht, die wunderschöne Erdbeerrüben, aber dann jetzt tatsächlich sie auch durch eigene Kindle im Prinzip dann vermehren zu können. Das freut mich sehr, weil dann ist natürlich für die Zukunft gesorgt, immer ständig neue Pflanzen zu haben, ohne einen großen Aufwand zu machen, um sie oder mit, indem man sie durch Samen vermehrt, sagen wir es jetzt einfach mal so. Ach, das ist so genial. Ja, da habe ich mich richtig gefreut drüber. Das finde ich mega cool. Für all diejenigen, die das nicht wissen, ich zeige es jetzt mal hier. Sorry, ich zeige es mal hier. So ist das also im Normalfall, dass die Erdbeeren also von der Pflanze aus so Ausläufer bilden, die dann auf dem Boden liegen und dort dann dementsprechend einwurzeln. Ja, das ist also total genial, dass Erdbeeren sich so einfach vermehren. Hier unten bilden sich dann die Wurzeln. Ja, also das ist dann bei der Erdbeerrüben jetzt auch so gegeben, wobei sie natürlich von Natur aus ein bisschen Probleme hat, weil die nicht ganz so lang werden, diese Ausläufer. Aber nun ja, wir können sie ja später abmachen und dementsprechend in einen Topf pflanzen, wobei wir das hier nicht zur Hand haben. Die werde ich jetzt die Tage mal auf einen Topf auflegen, so wie sie jetzt sind. Und dann können sie dort in Ruhe einwachsen, indem sie noch mit der Mutterpflanze verbunden sind und sich hier weiter versorgen können. Und wenn sie dann eingewurzelt sind, schneiden wir das Ganze ab, dann entwickeln sich die Pflanzen tatsächlich schneller und auch effektiver in dem Sinne. So, nur mal kurz gezeigt, wie das dann im Normalfall aussehen würde. Mal ein Bild von oben. Ja, die Rose, wunderschön. So, Zucchini. Bisher hatten wir nur männliche Blüten hier, das waren 6 oder 7 an der Zahl mittlerweile und ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben. Vielleicht kann man es jetzt erkennen, hier unten, das hier, das wird eine weibliche Blüte. Und hier entwickelt sich dann die erste Frucht an der Zucchini. Also mit etwas Geduld, nicht wahr, kommen sie dann doch, die Weibchen. Kurzer Einblick in die Wildnis hier. Ja, das sind Projekte fürs nächste Jahr. Aber das wollte ich euch zeigen hier. Den Kasten hatte ich euch vor kurzem ja schon mal gezeigt. Und ja, er hat jetzt also ein Dach bekommen mit Gitter und dementsprechend auch einen Deckel zum Auf- und Zumachen. Hat richtig Spaß gemacht, das zu basteln, ehrlich gesagt. Ich mache es mal eben auf. Denn ich habe hier Scharniere dran, die kann man jetzt natürlich nicht sehen. Und hier noch ein Gurt dran gemacht, ja, damit der Deckel hier nicht nach hinten wegklappt, denn ansonsten könnte das Ganze abbrechen und das wäre natürlich nicht der Burner. Ja, das ist ein Freilaufgehege. Und wer dort hineinkommt tagsüber, das sehen wir später mal. Ich stelle mich mal kurz in Schatten. Es wird jetzt schon recht warm. Wir haben jetzt gerade 8 Uhr. Ich muss noch gießen. Habe ich heute Morgen noch nicht gemacht. Ich habe etwas länger geschlafen, mal eine Stunde. Von daher muss ich das jetzt erstmal in den Angriff nehmen und die Pflanzen alle versorgen. Von ganz groß bis ganz klein. Denn auch Bonsai soll es sein. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Delbrömisch und viel Spaß an den Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Ja, und es geht heute weiter. Das ist nicht der einzige Film heute. Aber wie gesagt, ich muss jetzt einen Cut machen, weil ich muss mich erst ein paar andere Sachen kümmern, damit ich das so am Laufen halte, alles, nicht wahr? Denn ansonsten bringt es ja nichts, nicht wahr, wenn alles hops geht. Und von daher müssen wir uns natürlich darum kümmern, genauso wie um die Kinder oder um andere Sachen natürlich auch. Von daher, nicht wahr, erst das eine, dann das andere, immer A, B, C, D, E, F, G, weiß Bescheid. Nicht umgekehrt, sonst klappt das Ganze nämlich nicht. So, wenn es gefallen hat, winke, winke, weiß Bescheid, bis bald. So, ja, ein bisschen hüpfen könnte ich heute auch mal wieder, aber nicht zu viel, weiß Bescheid. So.